Das sind Banner. Es gibt sie in allen möglichen Formen und Varianten. Es gibt eckige Banner, animierte Banner, transparente Banner und noch viele weitere. Man findet sie inzwischen schon fast überall, sowohl auf Announcements als auch Webtexten, und sie sind aktuell wirklich mega im Hype. Aus diesem Grund werde ich euch heute 4 verschiedene Methoden zeigen, wie ihr komplett ohne Vorkenntnisse eure eigenen Banner erstellen könnt. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Tutorials mehr verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo da lassen. Es dauert nur ein paar Sekunden und hilft mir wirklich extrem weiter. Außerdem könnt ihr gerne auf meinen Discord-Server joinen, dort wird es in nächster Zeit öfter mal Events geben. Viel Spaß mit dem Video! Moin Leute, was geht's, Blöd vom Start? Willkommen zu einem neuen Discord-Tutorial auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr euch eure eigenen Discord-Banner erstellen könnt, wie jetzt zum Beispiel hier die Banner in meiner Rollenverteilung hier, zum Beispiel die Banner hier, wo dann so alte draufsteht mit so einem coolen Effekt. Ich will euch aber auch zeigen, wie ihr transparente Banner erstellen könnt, wie zum Beispiel die hier, die sendet ihr dann hier rein, so sieht das Ganze dann aus und das sieht auch meiner Meinung nach, wenn man das dann richtig gut kann, sehr gut aus. Ich werde euch verschiedene Möglichkeiten vorstellen, wie ihr diese Banner erstellen könnt. Ich werde euch zum einen mal einfach Sachen wie zum Beispiel Webseiten, mit denen ihr das machen könnt, zeigen. Aber am Ende werde ich euch auch noch einen kleinen Crashkurs geben, wie ihr das mit Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop oder GIMP machen könnt. Als erstes zeige ich euch eine Website, bei der ihr Banner wie zum Beispiel das hier erstellen könnt, jetzt mal ohne diesen Glitch-Effekt. Dafür geht ihr in den Internetbrowser und geht auf online-image-editor.com. Und jetzt hier auf die Website, dann öffnet ihr den neuen Tab einfach und sucht euch jetzt mal das Hintergrundbild, das quasi hier hinter dem Text sein soll. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einfach so ein Gaming-Wallpaper genommen. Dafür geben wir einfach mal Wallpaper ein. Wichtig zu beachten ist auch noch, wenn ihr hier das Ganze eingebt, dass ihr keinen Fehler mit Lizenzen macht. Normal passiert da wirklich nichts, aber es kann ja mal sein, dass zum Beispiel jetzt Pinterest auf euch zukommt und sagt, dieses Bild hier ist lizenziert, das dürft ihr nicht verwenden. Dafür geht ihr hier oben einfach auf Suchfilter, Nutzungsrechte und dann hier auf kommerzielle und andere Lizenzen. Wenn ihr hierauf geht, kommen jetzt nur Bilder, die ihr auch verwenden dürft. Das sind meistens auch genauso coole dabei, nur hier habt ihr wirklich gar keine Copyright-Sachen, müsst euch auch keine Lizenz für irgendwas kaufen, sodass ich da auch keiner was nachreden kann. Dann nehmen wir jetzt hier einfach mal dieses Wallpaper hier, klicken auf Bildadresse kopieren, gehen hier in den Online-Image-Editor rein, klicken auf Upload from URL, fügen das Ganze ein und los geht's. Jetzt haben wir hier das Bild hier quasi stehen. Ihr könnt euch aussuchen, welches Format ihr haben wollt für euer Wallpaper. Ich empfehle euch aber das Format 400x75, denn es ist wirklich das größte Format, das ein Handynutzer noch normal sieht. Ansonsten ist es, wie ich euch jetzt hier gleich ein bisschen einblende, wirklich verbuggt und man sieht nur noch einen Teil von dem Ganzen. Dafür gehe ich jetzt erstmal auf Resize, denn ich möchte später das ganze Bild haben. Und klickt mal hier auf 400, dass das Ganze so gescaled wird, dass es auf 400 ist. Dann gehen wir auf Group und machen 400x75. Und suchen uns hier einen schönen Bereich aus, den wir später haben wollen. Ich würde sagen, der hier sieht ja eigentlich ziemlich nice aus. Dann gehen wir auf Apply und generieren jetzt hier die Größe von unserem Banner später. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch so runde Kanten hinzufügen. Dafür macht ihr jetzt einfach die Border Width auf 0, dann habt ihr so eine abgerundete Kante. Anschließend fügen wir einen Text hinzu, dafür klicken wir auf Add Text und geben den Text, an den wir haben wollen. Zum Beispiel Regelwerk, also für die Regeln des Servers, klicken hier auf Preview und haben hier den Text. Der Textteam ist, der passt doch gar nicht zum Hintergrund und hat auch noch eine nicht so stylische Hintergrundfarbe. Die Hintergrundfarbe würde ich immer auf weiß machen und eventuell einen schwarzen Rand. Dafür geben wir Stroke Width größer als 3 ein und nehmen einen Shadow noch dazu. Jetzt ist das Ganze auch noch ein bisschen zu groß, wir machen es mal ein bisschen kleiner. Jetzt brauchen wir noch eine bessere Schriftart, dafür gehen wir jetzt hier, wo die Fonts stehen und klicken hier auf die Seite. Hier sehen wir dann für die Vorschaubilder von den ganzen Fonts, die es da gibt. Ich muss sagen, die Font hier passt zu den Builds, die ist wirklich sehr gut hier, diese Ash. Dann machen wir das Ganze nochmal ein bisschen kleiner. Ungefähr so auf die Größe hier. Ja, ich würde sagen, das passt so. Dann klicken wir hier auf Apply. Und der Banner ist hier quasi fertig. Wir können auch noch, wenn wir hier wollen, Animationen hinzufügen. Das sind jetzt aber leider nicht so hochwertige Animationen. Könnt ihr mal, wenn ihr wollt, hier ein paar Sterne hinzufügen. Es ist eigentlich komplett egal für die Testzwecke. Jetzt haben wir dieses Banner. Hier auf Save. Dann wird uns das Ganze runtergeladen hier unten. Dafür klicken wir nochmal hier drauf. Jetzt haben wir das Ganze hier in unserem Downloads-Ordner drin. Dann gehen wir jetzt einfach hier wieder in Discord rein. In unseren Channel unserer Wahl und droppen hier das Ganze rein. Hier habe ich einfach mal ein Beispiel angeschrieben, wie man das Ganze schreiben kann. Das kann man natürlich dann in einen random Channel reinmachen. Das hier wäre jetzt mal unser erstes Banner hier. Könnt ihr auch ohne Anime zu machen. Ich finde das jetzt hier eigentlich schon relativ gut gelungen. Machen wir jetzt weiter mit den transparenten Banner hier, wie ich sie hier oben gerade gemacht habe für unsere Wahlleichenhalle. Dafür gehen wir wieder in den Browser und zwar auf textcraft.de.
Net. Link wie immer in der Videobeschreibung zu allem, was ich hier zeige. Und hier haben wir schon ein sehr interessantes Overlay. Das ist jetzt wirklich eine sehr einfach zu verstehende Seite. Hier machen wir auch mal wieder Regelwerk rein. Und jetzt sehen wir hier, der Kanal ändert sich jetzt zu Regelwerk. Ich finde tatsächlich diesen 3D-Style-Text hier nicht so schön. Deshalb mache ich das jetzt nochmal. Es ist so gerade. Und ich finde auch jetzt, die Minecraft-Schriftart passt nicht so ganz dazu. Ich würde sagen, da nehmen wir jetzt passend zum anderen Banner auch wieder so eine eher technische Schriftart, wie zum Beispiel die hier. Wenn wir das gemacht haben, können wir hier noch ein paar Einstellungen treffen wegen der Farbe. Wir können hier einmal Muster wählen, die wir haben wollen. Hier zum Beispiel jetzt mal rot oder blau. Hier können wir dann auch den Schatten bzw. die Außenseite der Schrift festlegen, die Schrift hat. Die können wir von ganz dick bis ganz dünn einstellen. Ich würde schon empfehlen, dass ihr das macht, aber muss auf so 2 oder so. Und macht das Ganze auch nicht ganz schwarz, sondern eher so grau. Dann könnt ihr noch die Größe der Schrift auswählen. Ich würde immer Large empfehlen, das ist so die Standardschriftart. Und die finde ich auch, sieht sehr gut aus. Da können wir hier noch ein paar extra Einstellungen wählen, wie zum Beispiel Glow. Glow sieht auf Discord, muss ich sagen, auch sehr gut aus. Der Rest ist eigentlich, ja, ziemlich unnötig. 24-Bit Color Images ist jetzt nicht so wichtig, weil auf Discord wird das alles eh immer skaliert. Hier werden nochmal ein paar Schriftartenempfehlungen. Da werdet ihr aber teilweise auch auf andere Seiten weitergeleitet, also das ist nicht so wichtig. Wenn wir jetzt ein gutes Muster gefunden haben, hier sind auch noch ein paar andere, dann können wir uns das Ganze jetzt runterladen. Ihr könnt es euch jetzt hier einfach downloaden oder alternativ, wenn ihr keine Werbung haben wollt, dann zieht es euch einfach hier auf den Desktop rauf, dann habt ihr es auch automatisch, könnt aber natürlich genauso hier auf Download klicken, dann wird es euch runtergeladen. In Discord fügen wir das Ganze dann einfach ein und schon haben wir hier unseren Banner. Man könnte jetzt natürlich auch noch Markenzeichen anlegen, wie zum Beispiel jetzt hier Splash Unity, damit jeder weiß, dass es von uns ist. Allzu kleines, ja, Markenzeichen, sag ich mal. Eine weitere Methode, um diese animierten Schriftbanner zu erstellen, und das ist auch wirklich meiner Meinung nach die einfachste Methode, dafür geht ihr auf diese Seite, und zwar auf auto-createwrites.co. Und hier drauf seid, seht ihr hier schon, gibt es einige Templates und Vorschaubilder, was ihr machen könnt. Hier wählt ihr jetzt hier quasi eure animierten Banner aus, die ihr haben wollt. Das Ganze funktioniert folgendermaßen: Ihr könnt hier einmal euren Servernamen eintragen und dann quasi 3 bis 4 Features für euren Server. Ich nehme jetzt einfach mal kurz das hier, weil das sieht eigentlich relativ nice aus. Es ist jetzt folgendermaßen, wir geben jetzt hier unseren Servernamen ein, also zum Beispiel jetzt hier Split Unity. Dann schreiben wir hier als erstes Argument dann aktiver Chat. Ihr könnt ja wie gesagt alles reinschreiben, was ihr wollt. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr hier, wenn ihr die Argumente eingetragen habt, hier nochmal die Farbe auswählen, die ihr haben wollt. Das wird jetzt hier auch nochmal im Vorschaubild geupdatet. Ich mache jetzt passend zu Splash Unity hier mal so einen dunkleren Blauton rein. Da klickt mir auf Ich bin kein Roboter und rendern das Ganze hier mit diesem Klick. Das Ganze dauert jetzt ein bisschen. Die könnt ihr dann reinschicken, auch ohne Nitro, denn die Datei ist unter 8 MB groß, also könnt ihr auch problemlos ohne Nitro irgendwie reinsenden. Das braucht ihr alles nicht für den Fall. Ja, Leute, das Ganze muss jetzt noch kurz rendern. Wir sehen uns einfach wieder in 5 Stunden, wenn das Ganze fertig ist. Okay, jetzt haben wir hier 2 Versionen. Wir haben hier einmal die Standardversion und einmal die 350 Kilobyte-Version. Das hier ist eine mit einer schlechteren Resolution. Das ist die Standard. Ich empfehle die Standard. Die hier, seht ihr schon, hat schwammigere Animation und ja, sieht einfach auch nicht so schön aus. Wir nehmen die hier, das ist das Standard-GIF. Dann gehen wir hier jetzt rein in die Konsole. Und droppen dann das Ganze hier rein. Ihr könnt das Ganze auch auswählen von Discord aus. Wobei wir das Ganze jetzt hier hochladen, das geht wirklich sehr schnell. Sehen wir schon, haben wir jetzt hier unser animiertes GIF. Wirklich mega nice. Und ja, der letzte Tipp auf meiner Liste ist ein Bildbearbeitungsprogramm. Also ihr kennt es zum Beispiel jetzt bei Photoshop. Ich mache es jetzt mit einer Version, die GIMP heißt. GIMP ist ein kostenloses Programm. Wirklich mega nice. Und kann auch sehr, sehr viele Features, die Photoshop auch kann. Natürlich ist jetzt da Photoshop nochmal einen Schritt voraus. Trotz all dem reicht es für unsere Zwecke wirklich vollkommen aus. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Klickt dann hier einfach auf Download. Und dann hier auf Download Directly, dann wird es euch auch über den Manager installiert, da müsst ihr dann auch nichts weiter einstellen. Haben wir uns GIMP dann runtergeladen, können wir es einfach mal starten. Dann lädt das Ganze hier mal ganz kurz und dann solltet ihr schon auf diese Seite hier kommen. Also das ist jetzt ein leeres Blatt quasi. Hier zieht ihr gleich eure Bilder rein. Dafür schließen wir das Ganze mal ganz kurz. Ähnlich wie beim Online Image Editor brauchen wir nicht jetzt erstmal ein Hintergrundbild, das wir nehmen wollen. Wir nehmen da jetzt wieder unser Wallpaper von vorhin. Ich würde sagen, das Wallpaper hier sieht ziemlich passend aus. Dann müssen wir uns das Ganze jetzt hier runterladen mit Bildspeichern unter in den Downloads-Ordner einfach rein. Dann öffnen wir das Ganze wieder und ziehen uns die Datei einfach rein. Oder ihr könnt auch hier auf Datei öffnen klicken. Das ist egal, aber ich muss das Ganze jetzt hier mal per Drag and Drop einfach hier reinziehen. Jetzt haben wir hier die Datei drin. Natürlich, was wir als erstes machen, wir müssen das Ganze skalieren, damit es wieder auf eine gute
Größe kommt. Dafür will ich das Ganze jetzt erstmal skalieren. Dafür geht ihr hier oben links auf Rechtsklick bei Transformation und klickt auf Skalieren. Wir wollen das Ganze auf 400 auf 75 haben. Haben wir hier so. Und dann schneiden wir das Ganze. Dann nehme ich hier daneben dieses Zuschneidenbild, denn wir wollen jetzt natürlich nur einen Teil des Bildes. Da ziehen wir uns jetzt hier einfach mal was auf und gehen bei Größe 400 auf 75 ein. Dass man hier noch ein bisschen was von den Bergen sieht. Klicken auf Enter und schon haben wir hier jetzt diesen Banner. Dann als nächstes nehmen wir hier oben ein Textfeld, ziehen das Ganze hier auf, wo wir es haben wollen und geben hier auch wieder Regelwerk ein. Nehmen hier eine Schriftart, die uns passen würde. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal Bubblegum, das sieht sehr nice aus. Nehmen hier noch eine weiße Schriftart, denn man sollte das Ganze natürlich auch gut erkennen können. Und ja, ziehen wir uns das hier mal mit hin und jetzt ziehen wir schon mal grob, wie der Banner später aussieht. Ich will tatsächlich den Hintergrund noch etwas dunkler machen, damit man die weiße Schrift besser sieht. Dafür gehen wir jetzt auf Farben, Belichtung. Und jetzt hier ein bisschen den Schwarzwert und die Belichtung ein bisschen runter machen. So, jetzt sehen wir das Ganze besser. Nehmen uns nochmal hier dann das Regelwerk. Und ja, ich würde sagen, der Banner passt eigentlich schon fast so. Dann könnt ihr jetzt natürlich auch nochmal runde Ecken machen. Das zeige ich euch auch nochmal kurz. Da wählt ihr euch einfach jetzt hier den gesamten Bereich hier aus. Müsst ihr darauf achten. Klickt dann hier auf abgerundete Ecken. Macht ihr das so. Und dann auf Auswahl schweben. Dann habt ihr hier quasi, die Ebene mit, den normalen Hintergrund und hier die Ebene. Dann werden wir das jetzt einfach löschen, dann haben wir hier auch eine runde Ecke. Wenn wir das Ganze haben, klicken wir hier auf Datei und exportieren nach. Und jetzt müssen wir das Ganze nämlich als Datei machen, denn wir wollen jetzt eine Datei, die wir dann in den Disk einfach reinsenden. Das nehmen wir jetzt einfach mal Bandertest. Und ganz wichtig, müsst ihr jetzt hier am Ende PNG machen, sonst wird das Ganze nicht transparent. Also die Ecken werden dann nicht geladen. Klicken auf Exportieren. Und jetzt haben wir hier den Banner in unsere... Haben hier unseren Banner. Wir sehen auch hier, der hat diese leicht abgerundeten Ecken. Jetzt gehen wir auch wieder in Discord rein, in den Channel unserer Wahl und ziehen da einen Banner rein. Und schon haben wir jetzt hier diesen schicken Banner. Man könnte es auch nochmal einen Glitch-Effekt machen, wie es ich gemacht habe, also diesen verzerrten Effekt. Dafür wählen wir uns einfach mal hier einen kleinen Bereich aus, natürlich ohne abgerundete Ecken am besten, auf der Textebene. Klicken dann auf Auswahl schwebend und jetzt können wir quasi diese Ebene, die wir jetzt erstellt haben, wegbewegen. Das machen wir jetzt mal. Wir bewegen die ein bisschen nach hinten. Und schon haben wir hier so diesen leichten Glitch-Effekt reingemacht. Man könnte jetzt hier noch mehr machen. Also jetzt zum Beispiel nochmal hier das Ganze auswählen. Auswahl schwebend. Dann verankern wir das Ganze noch, dass die Ebene nach unten geht. Und schon haben wir jetzt hier so einen schönen Glitch-Effekt auf unseren Text drauf gemacht. Um das Ganze zu ändern, klicken wir hier einfach wieder auf Exportieren nach Bannertest.png. Und senden jetzt hier einfach dann bei Discord die Datei neu rein. Und jetzt haben wir hier diesen Glitch-Effekt. Sieht auch sehr nice, dass man noch. Also die Banner sind eigentlich beide sehr gut geworden. Auch hier könnte man sich wieder verewigen, indem man einfach nochmal einen zweiten Layer hinzufügt, den man jetzt. Dem jetzt einfach mal Display Unity draufschreibt. Das Ganze ist selbstverständlich wieder weiß und in einer schönen Schriftart. So haben wir jetzt den Banner gemacht. Ansonsten würde ich sagen, war es eigentlich schon soweit. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch für Tutorial-Vorschläge habt, was ich noch machen könnte. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.